Das Warten hat ein Ende. Es geht wieder los. Der BVB startet gegen Augsburg in die Bundesliga-Saison. Alles dazu, wie immer, in eurem Feiertagsmagazin. Ja, hallo und herzlich willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Und ich begrüße heute bei mir im Studio unsere Nummer 9. Herzlich willkommen, Paco Alcácer. Schön, dass du... Alcácer, ist richtig? Alcácer. Alcácer. Gut. Ich muss immer sagen, Alcácer. Paco, wie sehr freust du dich auf den Start der Bundesliga und auch besonders darauf, dass die Vorbereitung zu Ende ist? Bueno, la verdad es que esperamos, no solo yo, sino todos los compañeros, con muchas ganas, ilusión de poder empezar la Bundesliga lo antes posible, porque llevamos un mes, casi un mes y medio de preparación, con dos partidos oficiales con victoria y es bueno, ¿no? Porque la preparación de la pretemporada es larga, intensa, pero es buena para el futbolista, para poder llegar al partido del sábado, que es el inicio de la Bundesliga, y estar preparados. Ja, natürlich soll es weitergehen mit Siegen bei unseren Jungs, am besten natürlich schon am Samstag. Die Vorfreude ist überall zu spüren, nicht nur bei der Mannschaft, im Umfeld, in der Stadt, überall Vorhang auf für die neue Spielzeit. Endlich wieder Bundesliga, endlich wieder Signal Iduna Park, endlich wieder Borussia Dortmund. Ja, das macht natürlich Spaß und die Vorfreude wächst, wenn man so einen Beitrag sieht. Einfach perfekt. Ja, Paco, die Vorbereitung, die ist vorbei. Du konntest alles mitmachen. Letzte Saison war das nicht so. Da haben dich immer wieder kleinere Verletzungen zurückgeworfen. Von daher meine erste Frage, bist du jetzt 100% fit? Sí. Sí, das verstehe ich und ist top. Es verdad que el año pasado tuve varias lesiones de corto tiempo, pero sí que varias lesiones, pero se debe también a que venía de un tiempo sin jugar prácticamente 2, 3, 4 partidos seguidos y de pasar de no jugar apenas minutos a jugar prácticamente muchos minutos de un día a otro y bueno, también hace que tenga esos problemas y el hecho de haber hecho este año pretemporada con el equipo yo creo que es bueno para el futbolista, entrenar fuerte, estar físicamente bien para toda la temporada que viene. Ja, vor einer Saison spricht man natürlich auch gerne und oft über Ziele, über persönliche Ziele, die man sich vielleicht setzt. Hast du das auch in diesem Jahr gemacht? Wie viele Tore willst du schießen? Holst du die Torjägerkanone? Que para mí lo perfecto sería mejorar cifras del año anterior. En este caso, el año pasado hice 18 con un gol más en Champions, 19. Intentar mejorar esos números que sería importante para mí y si yo hago esos números es verdad que al equipo ayudaría a conseguir también los objetivos que lo primordial de todo es el equipo, porque al fútbol juegan 11 jugadores en el campo, más los tres que entran, más un equipo que hay detrás que jugadores
no entran en el campo y la verdad es que es un deporte de colectivo que hay que mirar eso. Ja, auch der Verein hat sich natürlich vorgenommen, das vorherige Jahr zu übertreffen. Und deshalb haben wir den einen oder anderen Spieler noch dazu geholt. In der Offensive sind es Julian Brandt und Thorgan Hazard. Wie hast du sie bisher kennengelernt? Bueno, lo que está claro es que cuando vienen jugadores de otros clubs, es bueno para el equipo, ¿no? Pero viendo las temporadas que vienen haciendo estos dos jugadores, pueden dar un salto de calidad al equipo enorme para intentar conseguir los objetivos que tiene el club. Necesitamos a jugadores de grandísimo nivel, que estén al 100%, y creo que estos dos jugadores ofensivamente pueden dar muchísimo al equipo. Ja, wir sind ja im Angriff sehr international besetzt. Spanier, Portugiese, Engländer, Deutscher, Belgier. Meine Frage natürlich, wie kommuniziert ihr? Welche Sprache wird gesprochen? Bueno, sinceramente, yo antes de llegar aquí a Dortmund prácticamente no entendía ni hablaba nada de inglés, de alemán tampoco. Y gracias a venir aquí he podido mejorar el inglés, puedo entender prácticamente todo lo que podamos hablar, el expresarme también un poquillo mejor, pero prácticamente hablamos todos en inglés y al final los buenos jugadores se entienden en el campo como se tienen que entender y no hablando. Ja, so schwierig kann es allerdings mit der Verständigung nicht sein, wenn Paco 18 Tore in der Bundesliga macht und 1 in der Champions League. Also die Verständigung ist schon mal da und sie wird von Tag zu Tag besser. Ja, es geht gegen Augsburg und letztes Jahr gegen Augsburg war ein ganz besonderer Tag für ihn. Wir schauen es uns an. Ja, das Spiel war sicherlich eins der Highlights letztes Jahr oder beziehungsweise in der letzten Saison. Denkst du oft daran zurück? 3 Tore macht man ja auch nicht so oft. Oder gilt der Fokus immer dem nächsten Tor? Sí que es verdad que recuerdo ese partido como un día extraordinario para mí. También para el equipo, porque empezamos perdiendo el partido y fue una alternancia en el marcador muy, muy sucesiva, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que lo recuerdo, pero intento fijarme en esos detalles para que en un futuro puedan seguir estando en el campo y poder mejorar en lo que no tengo tan bueno. Ja, wir haben es eben gesehen, der Schlusspunkt in der Partie war ein Freistoß, ein sensationeller Freistoß, auch gegen Zürich und Uerdingen hast du es so getroffen. Welchen Tipp kannst du Hobbykickern geben, um in Zukunft vielleicht auch mal einen Freistoß à la Paco schießen zu können? Bueno, sí que es verdad que antes de venir aquí no tiraba muchas faltas, pero sí que es verdad que desde que llegué aquí y mejorando los golpeos en anteriormente Barcelona y Valencia, aquí sí que me siento con confianza, ¿no? de pegar las faltas, junto con Marco, que también tiene parte de culpa en que las chute,
y la verdad es que no soy ningún entrenador para dar ninguna clase de, a los fans o a cualquier otro compañero, sino es un golpeo que he ido mejorando día a día y bueno, pues estoy intentando trasladarlo al campo. Herr Gut, haben wir schon mal gehört, was besser geworden ist oder wo du dich verbessert hast. Du bist jetzt genau ein Jahr hier in Dortmund. Und was mich mal interessieren würde, oder beziehungsweise unsere sehr, wie sieht dein Fazit aus nach einem Jahr Dortmund, nach einem Jahr Borussia Dortmund? Bueno, es la primera vez que salgo de España a jugar a un club extranjero, ¿no? De España, pero sí que es verdad que desde el primer día que he llegado, parte de gran culpa de que yo esté así de cómodo y con confianza son los compañeros, que son grandísimas personas y ya se ve que en el campo son grandísimos jugadores. Me han ayudado mucho en la acoplación al equipo, a la ciudad, cualquier cosa que he necesitado me han ayudado y eso es un punto muy a favor, muy grande para cualquier persona que viene de fuera que nos ayuden tanto. Y muy, muy contento, ¿no?, de estar en este club y poder ayudar con goles, ¿no?, a este club. Es gibt ein Wiedersehen, Tor oder kein Tor, da freue ich mich natürlich riesig drüber. Wie immer, gelb Tor, schwarz kein Tor. Das Besondere in diesem Jahr ist allerdings, dass wir eure Tore brauchen oder eure Nicht-Tore. Tolle Paraden vom Keeper. Irgendwas schickt uns auf jeden Fall alles zu. Da komme ich gleich nochmal drauf, aber jetzt wollen wir erstmal spielen. Paco gegen Nobby. Oh, wer denn da so starke Rückenlage? Ist das Michael Rummenigge? Der hatte an für sich einen präzisen Schuss. 3, 2, 1. Ah, mal gucken, auf Weide. Ah! Nein, nein. Nix. 1-1. Da kann ich gar nicht sehen, wer es ist. Drei, zwei, eins. Ah! Win. No. Ah, okay, no. Okay. Oh no. Und einen letzten. Paco führt 2-1. Da bin ich mir sicher. 3, 2, 1. Ach, ey. Ja, jawohl. Ja. Jawohl, Junge. Genau, und diese Emotionen, die wollen wir natürlich auch haben von euch. Schickt uns solche Bilder zu. Das wäre toll. Und ja, Paco hat gewonnen. Ja, wir schauen mal auf den bedauerlichen Zwischenstand nach dem ersten Tippspiel. Ich liege hinten. 3-2. Zum ersten Mal, glaube ich, seit anderthalb Jahren. Das bedeutet natürlich, dass Paco nicht mehr eingeladen wird. Also. No te van a invitar. Yo volveré y ganaré otra vez. Was? Er kommt bestimmt zurück. Er kommt zurück? Nee, das ist mir zu unsicher alles. Glückwunsch! Danke. Congratulations. Ja, also schickt uns auf jeden Fall eure Beiträge zu. Ihr habt es gerade gesehen, der Ball war quasi schon weg, aber er ist noch ins Tor gegangen und genau solche Szenen brauchen wir. Schickt das bitte an zweikampf@bvb.de und vielleicht ist euer Tor oder euer gehaltener Freistoß bei den nächsten Sendungen mit dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. So, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, da sehen wir, da wird gearbeitet. Die große
Amazon-Premiere steht auf dem Programm. Die Doku von Borussia Dortmund ist sicherlich etwas ganz Besonderes. Und wir sind auch wirklich stolz darauf, dass die jetzt gezeigt wird. Und vielleicht mal die Frage an Paco, wie war das, immer eine Kamera in der Kabine gehabt zu haben? Und bist du auch gespannt auf das Ergebnis? Bueno, sí que se hace un poco extraño, ¿no? Estar en las charlas, en el gimnasio, en el vestuario, fisios, estar con una cámara grabándote se hace extraño, ¿no? Pero eso significa que es una muestra de que el club es grande, es un club top, que se interesan por este club y hay que admirar eso porque para el jugador estar en un club así es importante y la verdad es que tener un documental con el que puedo salir, sí que es verdad que hace mucha ilusión. Ja, wir sind natürlich auch gespannt. Ab sofort kann man die Doku sehen auf Amazon Prime. Also sehr sehenswert. Einfach top, was da produziert wurde. Ja, das war's heute, Paco. Wir drücken natürlich die Daumen für morgen. Ein Dreier von dir wäre was Schönes. Ein Sieg wäre allerdings noch wichtiger. Schönen Auftaktsieg wäre was Tolles. Schön, dass du heute bei mir warst, dass dir die Zeit genommen hast. Schade, dass du mich besiegt hast, aber so ist nun mal das Leben. Alles Gute, Dankeschön, bleib gesund. Und wir haben natürlich schon ein Bild gemacht, wir beide. Und am Ende des Jahres gibt es einen ganz besonderen Kunstdruck, den wir dann wieder zugunsten unserer Stiftung versteigern. Das war's heute. Ihr guckt zu Hause im Stadion oder hört, wo auch immer ihr wollt, das Nettradio. Viel Spaß dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Paco.